Okay, vielen Dank. Es ist mir ein Riesenvorrecht, wirklich eine Ehre, möchte ich es nicht einfach leichtfertig sagen, sondern hier sein zu dürfen. Genau, zu mir nochmal ganz kurz so zwei, drei Sachen. Ich bin verheiratet seit 22 Jahren bin 43 Jahre alt. Kommt das hin? Ja, das kommt hin, genau. Mit 21 haben wir geheiratet, genau. 43 Jahre alt, wir haben zwei Jungs, zwei Söhne, die sind mittlerweile 19 und 17. Die haben mich mittlerweile von der Größe alle überholt. Ich komme ursprünglich aus Wuppertal. Kennt jemand Wuppertal? Schon mal da gewesen? Schwebebahn gefahren? Jemand schon mal? Na, hat sich keiner getraut. Schwebebahn. Daher komme ich, Wuppertal aufgewachsen und als ein Froki. Sagt man das bei euch auch? Froki, ein frommes Kind. Ja, ein Froki. Also quasi mit der Muttermilch schon Gemeinde und Jesus irgendwie kennengelernt. So bin ich aufgewachsen, wirklich in einem gläubigen Elternhaus. Bin sehr dankbar dafür und durfte meinen Weg mit Jesus gehen. Bin später auf Bibelschule gewesen in Erzhausen und danach wieder als Jugendpastor in Wuppertal. Dann waren wir als Familie 5 Jahre in Wunsdorf. In der Nähe von Hannover, Steinhuder Meer, sind vielleicht einigen Begriff so, richtig schöne Gegend dort zu sein, auch Gemeinde zu bauen. Und jetzt seit 8 Jahren in Bad Kreuznach leben wir dort und dürfen Gemeinde bauen. Und die Missio Kirche ist das, was so, wo ich jetzt Pastor sein darf oder wo wir meiner Frau zusammen mit Tanja zusammen die Gemeinde leiten. Und wir sehr begeistert davon sind, das tun zu dürfen. Und auch mit euch jetzt in diesen Gedanken hineinzugehen, was Erweckung sein könnte. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mal auch die Predigt, nee, Moment, bevor ich das tue, ich möchte mich auch nochmal, wenn ich zu Gast bin, ich möchte immer wieder auch Wertschätzung ausdrücken zu dem, was ihr in diesem Haus habt. Und auch vor allen Dingen besonders auch für Menschen, die sich mit ihrem Leben investieren, damit diese Gemeinde nach vorne geht, damit ihr gesegnet seid, damit ihr letztendlich als Gemeinde zugerüstet werdet für den Dienst, den Gott für euch hat. Amen. Manchmal denken wir so, ja, also wir haben doch ein paar Angestellte, wir haben doch einen Pastor, der macht doch den Dienst für uns. Epheser 4 sagt es gibt Gaben, die Jesus gesetzt hat, zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Also am Ende geht es darum, dass wir gemeinsam zugerüstet werden. Und ich finde es so genial, ich habe seit ein paar Jahren immer wieder mal Begegnungen gehabt, auch mit euren Leitern, Pastor Joachim, und ich möchte einfach wirklich Ehre ausdrücken, zu sagen, danke für deine Investition in die Menschen dieser Stadt, für Gemeindebau und für das Opfer, was du bringst und auch zusammen mit deiner Frau, mit euch als Familie und auch Sascha mit deiner Familie, ihr seid da. Lass uns mal einen richtig großen Applaus ihnen geben, der Wertschätzung, der Dankbarkeit für das, was ihr reinbringt. Und es ist wichtig und es ist gut, glaube ich, das nicht für selbstverständlich zu halten, sondern wirklich auch mit Ehre ihnen zu begegnen. 1. Timotheus 5 sagt es, die vorstehen, die Ältesten sind und die das mit Predigt und Lehrdienst tun, ihnen gebührt doppelte Ehre. Oh, doppelte Ehre. Nicht, weil wir Menschen ehren, wir ehren Jesus. Amen, er ist unser Herr und es ist König. Aber er baut sein Reich und er baut es durch Menschen. Und es ist, glaube ich, etwas sehr Wertvolles, das zu verstehen, auch immer wieder das auch zu ehren, was Gott durch Menschen tut. Jetzt darf ich aufs Thema kommen, Thema von Erweckung. Und ich liebe es, mit euch darüber einzusteigen und darüber mit nachzudenken. Es ist ein Thema, was uns persönlich beschäftigt hat, auch zum Beginn dieses Jahres. Ich bin in einer Pastoren-Zoom-Gruppe, wo wir uns auch wöchentlich treffen, so eine Kleingruppe haben und das Thema von Erweckung da hatten. Und immer wieder kommt es durch. Was ist Erweckung? Wie könnte es aussehen? Und wenn ich über Erweckung nachdenke, ich habe die Predigt gehört auch von Pastor Joachim letzte Woche, wie er darüber gesprochen hat, was er erlebt hat, was er erleben durfte damals in Toronto und auch etwas, was in ihm brennt. Und ich glaube, das spürt man ihm ab, zu sagen, hier ist eine Sehnsucht nach mehr. Amen. Hier ist eine Sehnsucht nach dem Wirken Gottes. Hier ist eine Sehnsucht, dass der Heilige Geist wirkt. Und nicht nur an einem Ort wie hier, und zwar sonntags einmal die Woche, sondern mitten unter uns, mitten unter euch, in den Kleingruppen, in den Teams, in euren Zuhause, in den Familien, wo auch immer ihr seid, wo wir sind, dass das Wirken des Heiligen Geistes präsent mitten unter uns ist. Amen. Und ich glaube, es ist mehr gebraucht denn je. Es ist mehr gebraucht denn je, weil wir mitten in einer verrückten Welt leben. Oder? Ich spüre das so, ich merke das so, vielleicht denke ich auch nur, werden mir Dinge mehr bewusst, aber ich denke, wir sind in einer verrückten Welt,
es gesellschaftlich so viele Themen, es gibt so viele Themen um uns herum, politische, weltpolitische Sachen, Krisen, persönliche Nöte, all das irgendwie beschäftigt uns und die wir wissen, und ich glaube, dass ich dir das zurufen darf, nochmal ganz bewusst, dass wir eine Antwort haben. Und die Antwort ist nicht Politik, auch auf so viele Fragen. Die Politik kann vielleicht helfen. Ja, die Antwort ist nicht irgendwie, wir müssen den Krieg machen und damit Frieden. Das ist alles tolle Sachen, alles wichtige Sachen. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir eine Antwort wissen, die wirklich was verändert. Nämlich, das ist Jesus. Jesus verändert wirklich alles. Das ist keine Kinderkirchenantwort. Ja, auf jede Frage. Fragst du was in der Kinderkirche? Was ist die Antwort? Jesus! Nein, es ist die Wahrheit. Jesus ist die Antwort auf die Nöte in unserer Zeit. Jesus ist die Antwort auf die Herausforderungen, die wir haben, die gesellschaftlichen Fragen. Mich hat so mitgenommen vor einigen Wochen das Thema in Mannheim und die ganze Debatte, die es losgelöst hat und die auch geführt werden muss. Und es gibt politische Fragen, die man sich angucken muss und anschauen muss. Das ist alles richtig. Aber die Antwort ist nicht letztendlich für die Person allein nur, dass sie irgendwo in Gefängnis kommt, bestraft wird oder abgeschoben wird, sondern die Antwort, die diese Person wirklich braucht, lass mich sagen, ist, dass diese Person Jesus kennenlernt. Weil diese Person braucht Veränderung. Diese Person braucht Vergebung. Diese Person braucht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist das, was Erweckung ausmacht, glaube ich. Dass wir uns dessen bewusst werden. Erweckung ist nicht nur ein paar tolle Wunder oder ein paar Wirkungen Gottes irgendwie hier und wir fühlen uns alle so wohl miteinander, gucken wir, was der Herr unter uns tut, sondern ich glaube, Erweckung ist dann Erweckung, wenn es uns erweckt mit einer Leidenschaft für eine verlorene Welt, für eine verlorene Welt, die um uns herum ist. Amen. Und wie wir da hinkommen zu verstehen, dass die Botschaft von Jesus wirklich Kraft zur Veränderung hat. Das ist, was Paulus an die Kolosser schreibt, einen kurzen Anfangsvers, Kolosser 1, Vers 6. Dort heißt es, die Botschaft, und das ist die Botschaft von Jesus, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Und zwar überall, sagt mal überall, überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Die Botschaft von Jesus. Und überall, wo sie hinkommt, wo sie gepredigt wird, wo sie an Menschen kommt, da verändern sich Menschenleben. Dein und mein Leben hat sich verändert. Die meisten, die hier sitzen wahrscheinlich, können sagen, es gab einen Moment vor Christus und jetzt ein Leben mit Christus. Es gibt eine Veränderung. Für uns Frokis ist das nicht immer ganz so leicht zu sagen. Ja, manchmal wünscht man sich, ach, ich habe kein so ein tolles Zeugnis. Der eine ist geheilt worden, der ist befreit worden von Drogen und ja, und ich? Ich habe der Oma mal die Bonbons geklaut. Das ist mein einziges Zeugnis, was ich irgendwie habe. So, ja. Aber hey, umso älter ich werde, umso mehr weiß ich das zu schätzen, dass ich aufwachsen durfte in einem christlichen Elternhaus. Um zu wissen, dass Menschen mich, meine Eltern mich etwas gelehrt haben in der Begegnung, in der Gottesfurcht und mit ihm zu leben und Erwartung zu leben. Und ich bin dankbar, dass ich nicht alles ausprobieren musste. So deswegen, ihr lieben Teens und Kids, die ihr gerade hier seid, liebe Eltern, bleibt auch dran. Ja, aber so zu wissen, da ist etwas, was Gott tut. Es hat das Leben verändert, da wo die Botschaft von Jesus hineinkommt. So, deswegen, lasst uns das nochmal kurz gedanklich auf den Schirm nehmen. Die Antwort auf unsere Gesellschaft, auf die Fragen, die wir haben, ist Jesus. Jesus wird verkündigt und groß gemacht durch wen? Durch uns. Richtig, durch dich und durch mich. Und da an dem Punkt, als ich mich darüber nachgedacht habe und so weiter, dachte ich, okay, jetzt komme ich ins Spiel und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich habe ein echtes Problem. Ich möchte ganz ehrlich teilen mit euch. Ich habe ein Problem mit Angst. Ich habe ein Problem mit Überforderung. Ich habe ein Problem mit Ablenkung. Ich weiß, dass die wichtigste Botschaft zu verkündigen ist, ist die Botschaft von Jesus. Derjenige, der wirklich Veränderungen ins Leben hineinbringen kann. Menschen, die ihm begegnen, Menschenleben werden neu, weil echte Liebe hineinkommt, Vergebung kommt hinein. Hey, es gibt ein altes, etwas Neues, so viel ist, was Jesus drin. Und ich weiß es, und jetzt komme ich ins Spiel, und ich bin überfordert. Ich habe Angst. Ich bin abgelenkt, oder ich lasse mich ablenken. Und das sind die Themen, wo vielleicht der eine oder andere sagen kann, ja, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Wenn ich jetzt die Antwort sein soll für 100.000 Leute, die in Kaiserslautern leben, dann würde ich sagen, oh, ich bin völlig überfordert. Mir geht es so, wenn ich immer durch Städte fahre und mit meiner Frau zusammen unterwegs bin und wir,
wir fahren irgendwie auf Besuch oder besuchen Gemeinden oder sind auf einer Konferenz unterwegs und wir fahren in neue Städte, unbekannte Städte hinein. So oft stellen wir fest zu sagen, wie würden wir hier Gemeinde bauen? Das ist unser Talk so im Auto. Ja, wie würden wir hier Gemeinde bauen und so. Und wenn ich mal in Städte komme, spätestens, ich meine, Kaiserslautern ist doppelt so groß wie Bad Kreuznach, okay? So, dann komme ich mal ab und zu in Berlin und denke, wie um alles in der Welt kann man hier eine Kirche bauen? Hier leben so viele Menschen. Seid ihr noch mit mir? So viele Menschen. So viele Menschen in Kaiserslautern, so viele Menschen in deiner Stadt, in deinem Dorf, in der Region, wo du herkommst, so viele Menschen, die dort leben. Und die Antwort für sie ist Jesus. Und die Antwort, dass sie Jesus kennenlernen, bin ich. Das heißt, ich bin ganz schön herausgefordert und ich bin überfordert. Ich habe Angst. Ja, soll ich jetzt einfach mein Zeugnis hier kommen? Ich nehme den nächsten Besten und ich erzähle mal davon, wer Jesus ist und so. Und oh, ich bin echt herausgefordert, an diese Stellen hineinzugehen. Und dann gibt es eine ganz herzliche Einladung, immer wieder abgelenkt zu werden. Du kannst dich beschäftigen mit allen möglichen Dingen. Seid ihr mit mir? Kennt jemand das? Kennt jemand Angst? Kennt jemand Überforderung? Kennt jemand Ablenkung? Das ist gut. Darf ich mit euch sprechen drüber, ja? Dass ich mit uns hineinschauen möchte, dass wir uns aufmachen, nämlich zu sagen, was hat es mit Erweckung zu tun? Erweckung ist, hat es mit Menschen zu tun. Und ich glaube, dass wir die Antwort sind und ich glaube, dass Gott etwas tun möchte und heute Morgen passiert. Joachim hat mir gesagt, dass nichts weniger rauskommen soll als Erweckung heute Morgen. Und wenn ich dazu beitragen darf, vielleicht mit einem Impuls, und etwas ist, was sich fortpflanzt in uns, in uns als Gemeinden, auch in Rheinland-Pfalz, Saarland, dann möchte ich Teil davon sein. Ich sehne mich danach, gemeinsam mit euch. Und zu merken, zu sagen, diese Überforderung, diese Ablenkung, diese Ängste sind vielleicht real, aber sie sollen nicht das Ende unseres Lebens sein und uns nicht unser ganzes Leben lang bestimmen. Amen. Sondern wir haben einen besseren Zuspruch. Ich möchte einen Zuspruch mitnehmen aus Apostelgeschichte 17, Vers 6. Dort heißt es, diese Leute, die die ganze bewohnte Welt auf den Kopf stellen, die sind jetzt auch hier aufgetaucht. Wie wär's? Ihr seid die Kirche mittendrin. Wir nennen euch um. Wir nennen euch die Welt auf den Kopfstellerkirche. Ein paar wissen es noch nicht genau. Die Welt auf den Kopf stellen. Nicht, weil es so tolle Menschen waren, sondern weil sie Menschen waren, die tollste Botschaft dieser Welt verbreitet haben, nämlich Jesus. Und Menschen auf diesem Weg haben viele Opfer gebracht. Menschen auf diesem Weg haben vieles in Kauf genommen, weil sie abgelehnt wurden, weil sie auch verschiedenste Themen angehen mussten. Aber lasst uns das mal vor Augen halten. Wie wäre es, wenn in Kaiserslautern, Bad Kreuznach, ich komme ja durcheinander hier, so Kaiserslautern, Mensch. Wenn in Kaiserslautern hier eine Gemeinde ist, Menschen sind, die die ganze Welt auf den Kopf stellen und darüber hinaus sich ausbreiten. Und deswegen, lasst uns angucken, wie soll das passieren, was ist Teil davon? Ihr habt darüber gehört, auch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Wenn wir in die Apostelgeschichte reingehen, es startet mit der Bewegung Gottes, nämlich, dass der Heilige Geist auf diese Erde kommt und er mit Kraft und Stärke wirkt. Richtig? Das ist das, was wir sehen. Aber wir sehen auch was Zweites und das ist so ermutigend, auch hilfreich und heilsam auch, dass wir verstehen, dass Jesus das nicht nur mit Einzelnen baut, sondern Jesus seine Gemeinde baut, die ein Werkzeug und eine Antwort auf diese Fragen ist. So, lasst uns mal hineinlesen, Matthäus Kapitel 16, Vers 18, so bekannte Verse. Dort heißt es, du bist Petrus und auf den Felsen, sagt Jesus, werde ich meine Gemeinde bauen. Was ist dieser Felsen? Der Felsen ist das Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist. Auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Kraft wird nicht stärker sein als sie. So, wir haben den Punkt, der ist so wichtig, dass wenn wir uns der Herausforderung gegenüberstehen, zu sagen, das ist das, was vor uns ist, das, wo Gott uns hineinstellt, wo das Evangelium von Jesus hinein soll, was Leben schafft, Veränderung bringt und wir einerseits ängstlich und auch überfordert und auch abgelenkt sind, dass wir hier hören, Jesus wird bauen. Ist das gut? Jesus sagt, er wird seine Gemeinde bauen. Und das entspannt mich ein bisschen, weil ich denke, Jesus, du tust das. Das ist so genial. Aber ich bin nicht lange entspannt, weil als nächstes kommt, weil Gemeinde, da bin ich ja wieder Teil davon. Und da sind wir Teil davon. Das heißt, er wird bauen und das ist eine Zusage. Jesus will das tun.
Jesus als der Herr dieser Gemeinde, er möchte euch mitnehmen auf diesen Weg. Er möchte euch zurüsten, er möchte euch ausstatten, er möchte euch das ins Herz legen, in euer Innerstes hineinlegen, zu sagen, ihr Gemeinde, ihr seid die Antwort für diese Welt. Ihr seid die Antwort für die Anliegen, die um euch herum sind. Und ja, ihr fühlt euch vielleicht überfordert damit. Weil was sind 120, 150, 180, 200 Leute? Was ist das angesichts so einer Größe? Aber es ist eine Zusage, wenn hineinkommt, aber ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde euch gebrauchen. Und die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten. Amen? Da ist Kraft da. Es ist Kraft in seiner Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten. Das ist, was da steht. Das ist das, was hier ausgedrückt wird. Nicht, dass die Hölle uns einnehmen will, sondern wir nehmen Land ein. Und die Pforten der Hölle werden nicht widerstehen, sondern wir dürfen da hineingehen. Das ist die Verheißung, die Jesus sagt. Und das ist einerseits seine Zusage, seine Verheißung. Das zweite ist, und die Einladung an uns, wir dürfen lernen, eine Gemeinde zu sein in seinem Willen. Amen. Lass uns diese Gemeinde sein unter der Herrschaft von Jesus. Wie sieht diese Gemeinde aus? Und da haben wir etwas zu lernen und das möchte ich mit uns anschauen. Nicht lernen, indem ich möchte kein Oberlehrer sein, das ist gar nicht mein Gedanke jetzt gerade, sondern einfach, ich möchte euch ermutigen, hineinzuschauen, wie das gehen kann, wie Gemeinde sich baut und so ein Gefäß zu sein, das wirklich die Kraft des Heiligen Geistes, die da ist, irgendwie letztendlich trägt und ein Träger davon ist, von dieser Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und so können wir hineingucken in die Apostelgeschichte, die meisten von uns wissen es, kennen es, die Ausgießung des Heiligen Geistes, krasse Dinge passieren, Wirkung Gottes. Und dann kommt schon der erste Dämpfer in die Gemeinde, nämlich Petrus und Johannes gehen in den Tempel und es ist was Geniales, ein tolles Wunder. Liebt jemand Wunder von euch? Würden wir mehr sehen wollen davon? Amen. Wir wollen mehr davon sehen. Und In der Kraft des Heiligen Geistes vollbringen sie ein Wunder. Jemand, der 40 Jahre lang gelähmt war, am Tempel saß, er wird geheilt. Und statt dass alle ausrasten, also die Gemeinde rastet aus, sie sagen, boah, Gott ist mitten unter uns, er tut etwas, kommt ein richtiger Dämpfer. Ist ein richtiger Tritt und Knüppel irgendwie zwischen die Beine. So, dass du denkst, oh, was passiert hier? Die Pharisäer kommen, die Schriftgelehrten kommen und sagen, das, was ihr tut, wir wollen nicht mehr, dass ihr das jemals weiter tut. Das ist nicht in unserem Sinne, egal was hier passiert ist. Und so glaube ich, denken wir manchmal, wenn nur das Wunder kommt, dann wird es leichter. Und irgendwie die Gemeinde zeigt uns, die erste Gemeinde, das Wunder kommt, die Wunder kommen, Gottes Wirkungen sind da, aber es wurde nicht leichter, sondern sie wurden vor den Hohen Rat gebracht. Petrus und Johannes sind dort, sie werden angeklagt, sie werden wirklich hart angegangen und sie werden mit dem Leben bedroht, dass wenn sie weiter so machen, weiter von Jesus sprechen, dass man sie töten wird. Und sie gehen zurück zur Gemeinde und erzählen das der Gemeinde. Und ich finde, da gucken wir jetzt hinein, was es bedeutet, letztendlich ein Gefäß zu sein, das diese Kraft des Heiligen Geistes konserviert, mitnimmt und darin unterwegs ist und das entdeckt zu sehen. Weil es gibt eine Reaktion. Ganz kurz gehe ich durch. Was kommt, wie ist die Reaktion der Gemeinde auf diesen Druck, der kommt? Drei Reaktionen, die wir sehen. Das eine ist, sie beten gemeinsam. Apostelgeschichte 4, 24. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Andere Übersetzung heißt, sie beteten alle einmütig. Sie kamen zusammen. Okay, ich gucke es gleich später nochmal genauer an. Das Zweite ist, was wir sehen, einmal ganz kurz drüber. Das Zweite, was wir sehen, ist, sie lebten Gemeinschaft, erst recht. Die ganze Schar derer, heißt es, Apostel 4, 32, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Und alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehört, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Sie lebten Gemeinschaft. Und Apostel 5, Vers 12 noch, alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. So, gemeinsames Gebet, gelebte Gemeinschaft. Und das Dritte, was wir an der ersten Gemeinde sehen, wie sie reagieren, ist, dass sie im gegenseitigen Dienst auch wachsen. Wir haben einiges schon gerade gelesen, sie dienten sich untereinander, aber jetzt noch Apostelgeschichte 6, ab Vers 1 und dann einige Verse durch. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren. Also jetzt mal intern kamen Probleme. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, sagen die Aposteln,
die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen, aber wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Also hier passiert etwas Neues in der Gemeinde. Es werden Dienste eingerichtet, es werden Menschen eingesetzt mit Verantwortung. Und wir sehen es auch später im Neuen Testament, dass Paulus diesen Gedanken noch mehr reinbringt. Es gibt unterschiedliche Gaben, die eine Einsetzung brauchen im Leib. So, das ist die Reaktion. Und ich glaube, und das ist meine Ermutigung, die ich heute hineinlegen darf, ist, was es jetzt braucht, meine Gemeinde zu sein, eine Erweckung, meine Antwort zu sein für die Fragen und Herausforderungen der Menschen in dieser Stadt, in eurer Region. Die Antwort ist eine Gemeinde in Einheit. Sag das mal deinem Nachbarn, Gemeinde in Einheit. Sag's mal deinem anderen Nachbarn noch, auf der anderen Seite ist vielleicht auch noch jemand. Eine Gemeinde in Einheit. Vielleicht hast du was anderes erwartet, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Erweckung, aber ich glaube so sehr, dass es ein Bild ist, was Gott in euch hineinlegen möchte. Als ich vorher nochmal gebetet habe, mir kam noch was, ich werde es gleich nochmal auch praktisch demonstrieren, möchte ich nachher zum Ende der Predigt, aber ich glaube, dass Gott euch einlädt, zu verstehen, eine Gemeinde in Einheit ist das, was Jesus baut und was Jesus hineinlegen möchte, auch durch euch tun möchte, um diese Stadt, diese Region zu verändern. Wisst ihr, die erste Gemeinde, als sie entstanden ist, ist aus 120 Leuten entstanden. 120 Leute, die im Obergemach in Jerusalem waren. Und von diesen 120 Leuten ist eine Erweckung losgebrochen. Letztendlich wir, die wir heute hier sind, die du heute an Jesus glaubst, du bist Teil von dem ersten Erweckungshandeln Gottes. Amen. Deswegen 120 Leute. Ich weiß nicht, wie viele heute hier sind, vielleicht mehr, vielleicht weniger, keine Ahnung. Aber ihr seid genug. Wir sind genug, um diese Stadt auf den Kopf zu stellen. So, langsam kommt's, oder? Merkt ihr so langsam, okay. Ich möchte keinen Pep-Talk machen. Ihr könnt das, darum geht's nicht. Aber ich möchte uns einladen, dass wir dem Geist Gottes Raum geben, weil es nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist ist. Und sein Geist in Menschenleben, sein Geist durch Menschen, sein Geist durch dich und durch mich, sein Geist wirksam und letztendlich das, was passiert. Und entscheidend, glaube ich, das ist mein Beitrag auch dazu, zu verstehen, wie wichtig Gemeinde ist, die herausgerufen, die Ekklesia Gottes ist, die er bauen will, die Jesus gesagt hat, er will sie bauen. Und diese Gemeinde, die Jesus baut, die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten. So, was heißt es? Was braucht es jetzt? Es braucht eine Einheit im Gebet. Wenn du mitschreibst, nimm die drei Punkte gerne mit. Was es jetzt braucht, ist eine Einheit im Gebet, eine Gemeinde im Gebet. Das war die Reaktion der ersten Gemeinde. Und wir wissen, so viele Verheißungen liegen auf dem gemeinsamen Gebet. Es ist etwas, was Gott schaffen möchte. Apostel 4,31, als die Gemeinde gebetet hatte, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist auf ein neues erfüllt und sie verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Liegt hier ein Geheimnis drin? Die Reihenfolge ist, sie kamen zusammen zum Gebet. Die Gemeinde, die zusammenkommt zum Beten. Und ich weiß, es ist echt herausfordernd. Wir leben in einer Zeit, die ist so voll, so viele Dinge. Und manchmal nehmen wir es als Entschuldigung. Ich kenne das für mich, ich weiß es von mir, ich möchte keine Gesetzlichkeit, keinen Druck irgendwie machen, überhaupt nicht mein Anliegen. Ich weiß es von mir selber auch. Aber die Herausforderung ist, ob wir uns rufen lassen. Ob wir bereit sind zu sagen, okay, mein Kalender, den ich habe, ich fange an, ihn umzubauen mit einer anderen Prioritätssetzung. Mit einer anderen Prioritätssetzung zu sagen, wo ist das Gebet der Gemeinde als erstes? Wo tue ich mich zusammen mit anderen, um zu beten? Weil ich weiß, das Gebet in der Gemeinschaft, das Gebet der Gemeinde, es schafft ein Potenzial zur Veränderung. Sie heißt, sie beteten gemeinsam. Die Erde bebte und ihr habt ein eigenes Gebäude, das ist Pech für euch, wenn es mir mal durchbebt. Ja, aber vielleicht bewahrt Gott euch das Gebäude. Aber lasst es mal durchfegen, dass Gott die Städte bewegt. Und es heißt, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie gingen weiter. Das heißt, das, was eigentlich der Feind überlegt hat, die Gemeinde, dieses erste Wirken Gottes aufzuhalten, durch Einschüchterung, durch Bedrohung, es wurde, ihm wurde begegnet durch das Gebet der Gemeinde, zusammenzukommen. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir
es ist ein Herzensanliegen von mir. Ich möchte immer wieder als Gemeinde, dass wir zusammen beten, dass wir eine Regelmäßigkeit drin haben. Und wir haben ein Team, was zum Beispiel regelmäßig betet für die ganzen Anliegen, auch die wir haben als Gemeinde. Oder wenn Gebetskarten, Fürbittekarten reinkommen, wir beten dafür regelmäßig jede Woche. Und wir haben ein Gemeindegebet, eine Stunde des Gebets jede Woche. Und wir haben gemerkt vor einigen Wochen, Monaten, dass wir gesagt haben, wir möchten es neu beleben. Ja, man kennt es ja, so Gebetsveranstaltungen, da kommen so die 10, 12, 15 treuen Seelen. Und wir beten auch gemeinsam. Ich sage, okay, wir wollen das verändern. Wir wollen hier was Neues hineinbringen. Und wir sind noch nicht da, wo wir... Vielen Dank. Da ist jemand eine Ermutigerin, auch für euch hier. Also, wir sind noch nicht da, wo wir sein werden, aber wir sind auf dem Weg. Wir haben erlebt vor 2 Wochen, sagen wir mal, von 10 Leuten sind wir auf über 30 Leute gewesen. Zu sagen, okay, wir kommen zusammen für eine Stunde des Gebets. Wir strecken uns aus, gemeinsam in Gebet und in Fürbitte unterwegs zu sein und zu sehen, was Gott dadurch tun wird. Ich glaube, dass hier ein Schlüssel drin ist, womit ich euch ermutigen möchte. Ihr habt gerade 21 Tage des Gebets. Vielleicht sagst du, oh, die Uhrzeit, die passt mir nicht. Welche Uhrzeit werden die richtige für dich? Merkt ihr, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, es war auch spannend. Wir haben gesagt, hey, ich wünsche mir Erweckung. Und wir haben ein Video angeschaut über eine Erweckung in einem Land. Und gesagt, das hat mich so berührt und so weiter. Und dann, ich will das sehen. Und sage, hey, dann lass uns doch zusammen beten. Ja, aber mittwochs um 19 Uhr ist gar nicht so gut, da kann ich nicht. Ich fordere euch heraus. Ihr habt Angebote im Gebet. Ich weiß auch, dass Pastor Joachim wichtig ist, zusammen als Gemeinde zusammen zu beten. Diese 21 Tage des Gebets. Er hat mir nicht den Auftrag gegeben, darüber zu sprechen übrigens. Ja? Ich bin frei, das zu predigen, was ich predigen darf heute Morgen. Aber ich möchte zu euch sprechen, so wie ich zu meiner Gemeinde das gesprochen habe, diese Themen hineingebracht habe, zu sagen, hey, eine Gemeinde im Gebet. Ich lade euch ein, ich ermutige euch. Trefft Entscheidungen, trefft Prioritäten. Sagen, wir wollen was verändert sehen, aber bitte lass mich in Ruhe. Bitte komm nicht in meinen Terminkalender rein. Bitte, wisst ihr, das ist etwas, was einen Unterschied macht. Und die Gemeinde von Jesus, sie hat reagiert und sie kamen zusammen und sie haben gemeinsam gebetet. Deswegen, ich glaube, es ist so wichtig, dass jeder ein persönliches Gebetsleben führt, jeder wirklich darin wächst und auch sagen, ich möchte in der Verbundenheit mit Jesus leben, ich möchte von ihm hören, ich möchte meine Anliegen ihm bringen, ich möchte in der Verbindung leben. Und wenn du dein ganzes Leben voll hast mit allen möglichen Konversationen, wie viel bist du am Handy, wie viele WhatsApps und alle möglichen Nachrichten schreibst du, aber du schaffst es nicht, mit Jesus zu sprechen am Tag, da ist was falsch, da ist die Priorität verschoben. Deswegen, sei eingeladen, ermutigt, hör das als ein wichtiges Reden Gottes in deinem Leben, neue Prioritäten zu setzen. Setz Priorität für das gemeinsame Gebet und für dein persönliches Gebet. Amen. Das Zweite ist, es hat damit zu tun mit dem Gedanken von Erweckung, mit der Gemeinde zu sein, die Erweckung tragen kann. Das gemeinsame Gebet. Das Zweite ist, sie ist eine Gemeinde in Einheit, eine Einheit in Gemeinschaft. Gemeinschaft entsteht nur dann, wenn sich Menschen darauf einlassen. Weil wir hier an einem Ort sind, heißt es nicht, dass wir eine wirkliche innige Gemeinschaft sind. Manchmal ist es so, wir kommen als Gemeinde zusammen. Aber ob wir vom Herzen verbunden sind, vielleicht bist du hier auch gerade heute, sagst, ich guck mir das mal an, keine Ahnung. Vielleicht bist du hier und bist so auf dem Absprung und sagst, ach, ich weiß nicht, irgendwie keiner kümmert sich, ich passe hier nicht so richtig hin. Keine Ahnung. Aber die Einladung ist, und das, was es braucht, ist eine Gemeinde in Gemeinschaft. Und dass wir Ja zueinander sagen. Die erste Gemeinde hieß, die war ein Herz und eine Seele. Sie haben darüber gearbeitet, sie haben damit darüber gerungen. Sie haben probiert, das umzusetzen, was Jesus gesagt hat. Ich bete, sagt Jesus, zu meinem Vater im Himmel, dass ihr alle eins seid. Und zwar nicht irgendwie, sondern wie ich, sagt Jesus, wie Jesus und der Vater eins sind. So eine Einheit. Warum braucht es das? Ich glaube, es braucht es in dieser Zeit, weil wenn wir Menschen erreichen wollen, dann möchten wir sie irgendwo doch integrieren. Und wenn wir es nicht schaffen, Teil irgendwie von Gemeinschaft zu sein, von einem Leben teilen, von auch selber einen Schritt zu gehen, sagen, ich öffne mich vor dem anderen, ich mache mich verletzlich, warum sollte irgendjemand anderes das machen, wenn wir das eigentlich selber nicht leben? Wenn wir uns raushalten, wenn wir vielleicht sagen, ich besuche einen Gottesdienst, und dann bist du ein Besucher oder bist du ein Teilhaber?
Bist du Teil davon, zu sagen, hey, ich investiere ins Kennenlernen von Menschen. Ich öffne mein Haus, ihr seid eingeladen, eine Sommerkirche so zu gestalten, eure Häuser zu öffnen und zu sagen, okay, ich gehe den Sprung. Und für manche ist es wirklich ein richtiger Sprung, weil du enttäuscht worden bist, weil Menschen dich enttäuscht haben, weil du mal das angefangen hast und es sind Dinge nicht gut gelaufen. Jetzt wieder Ja zu sagen, Ja zur Gemeinschaft, Ja zum Miteinander. Und das, was in kleinen Gruppen, ihr habt auch Kleingruppen, ne? Was in kleinen Gruppen passiert, das ist so unendlich wichtig, weil da Gemeinschaft sich verbindet und auch Orte geschaffen werden, wo Menschen sich integrieren können. Ein paar ganz kurze Ermutigungen für die Notwendigkeit von kleinen Gruppen. Also nicht nur in großen Zusammenkommen, sondern auch in kleinen Gruppen, diese Gemeinschaft zu leben. Wir brauchen gegenseitige Ermutigung. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Ich weiß nicht, ob ich alles dabei habe, sonst schreibt es gerne mit, lest es zu Hause nach. Wir brauchen Orte, wir brauchen gegenseitige Ermutigung im Glauben. Wir brauchen Korrektur. Das passiert auch nicht von der Bühne, sondern es passiert, wenn wir in Gemeinschaft sind, wo Menschen das in unser Leben mit hineinsprechen dürfen. Wir brauchen einander tragen, da wo wir Lasten haben, da wo wir durch Schwierigkeiten durchgehen und das erleben. Das heißt, Kleingruppen sind nicht nur irgendwie nice to have, sondern ich glaube, Kleingruppen sind lebenswichtig. Okay, oh, unangenehm, oder? Oh, wir haben das Gebet. Vielleicht bist du gerade so, ich gehe nicht ins Gebet, ich gehe auch nicht in deine Kleingruppe, und was kommt jetzt als Drittes? So, hör's vom Geist Gottes heraus, der dich nicht verdammt, der dich nicht anklagt, sondern er dich ermutigt. Und vielleicht wieder neu schauen lässt, wie diese erste Gemeinde da etwas gelebt hat. Sie waren zusammen, ein Herz und eine Seele. Das Dritte, ihr ahnt es schon, ja, was da kommt, das ist ein Lebensstil des Dienens. Sich einbringen, mittragen. Gemeindebau kostet einen Preis. Es hat Jesus sein Leben gekostet. Er ist dadurch zum Herrn dieser Kirche geworden. Aber wir dürfen vor allen Dingen auch verstehen und lernen, seine Gemeinde bedeutet, jeder ist an Bord. In seiner Gemeinde gibt es keine Zuschauer. In der Gemeinde von Jesus gibt es nur Leute, die eigentlich aktiv sind und zu sagen, okay Gott, du rüstest uns aus und wir als ganze Einheit, wir sind rausgesandt in diese Welt. Du sendest uns raus, weil du uns gebrauchen möchtest. Du möchtest uns gebrauchen. Es gibt keine Zuschauer. Und Gott hat was hineingelegt sogar in dich, in jeden Einzelnen, was dazu beiträgt, dass die Gemeinde gesund wird, dass die Gemeinde sich gut aufstellt, dass die Gemeinde in ihren Diensten, in den Möglichkeiten, wie sie sich ausdrückt gemeinsam, dass sie darin unterwegs ist. Das ist das, was ich zutiefst glaube, was die Bibel immer wieder lehrt, zu sagen, jeder hat etwas und Gott will das sogar gebrauchen und es ist sogar noch was, und das lieben wir in unserer Gesellschaft, gerade auch in unserer Generation. Wir fragen uns, was ist denn für uns drin? Wenn ich jetzt anfange, irgendwo mitzumachen, irgendwo zu dienen, was ist denn für mich drin? Und wisst ihr, ich glaube, dass es gut ist im Reich Gottes, dass es gar nicht mehr so um mich geht, richtig? Dass wir sagen, Gott, ich bin da, mach mit mir, was du möchtest. Aber gleichzeitig ist es ein Geheimnis auch zu entdecken, wenn wir anfangen zu dienen, dass Gott sich um Anliegen in deinem Leben kümmert. Jesus heißt es einmal, er hatte Hunger. Er saß, er hat gewartet, dass seine Jünger etwas ihm mitbringen. Beschrieben in Johannes 4, Vers 34. Und die Jünger kommen zurück mit Essen und sie sehen Jesus, der einfach satt ist. Warum ist er satt? Wir können es nochmal kurz lesen. Meine Nahrung ist es, heißt es, Johannes 4, 34, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollbringe, das er mir aufgetragen hat. In jedem von Jesus' Nachfolgern, in jedem einzelnen Jünger ist etwas hineingelegt worden, was einzigartig ist, eine einzigartige Gabe, und sie braucht die Auslebung, sie braucht die Anwendung, sie braucht, dass du deinen Schritt gehst. Und in der Kirche geht es nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, sondern ein Diener zu werden. Was braucht es? Pastor, was braucht es? Wo kann ich mit hineingehen? Wo braucht es etwas? Weil ich weiß, ein Verständnis dafür entwickeln im Reich Gottes zu sagen, Gott, du baust deine Gemeinde. Die Gemeinde ist die Antwort auf diese Welt. Und wenn ich anfange, vielleicht in Kinder zu investieren, im Kinderdienst, und ich sehe die Frucht noch lange nicht, aber ich werde sie vielleicht einmal im Himmel sehen, zu sagen, was hat das für einen Unterschied gemacht im Leben von Kindern? Was macht das für einen Unterschied, ob du mit im Begrüßungsteam bist und Menschen willkommen heißt und sagst, hey, herzlich willkommen bei uns, miteinander, fühl dich wohl, finde deinen Platz, finde einen Kaffee, was auch immer. Jedes einzelne Puzzleteil in seiner Gemeinde, wo wir dienen, trägt dazu bei, dass Menschen gedient wird und dass wir den Auftrag gemeinsam
ausfüllen. Hey, das sind für mich meine Überzeugung, das ist etwas, was so wichtig ist. Jeder Einzelne wird aktiv und jeder Einzelne wird gebraucht im Reich Gottes. Und das hat was mit Erweckung zu tun. Joachim, ich möchte dich bitten, dass du einmal ganz kurz zu mir kommst. Das hatte ich vorhin als Bild gehabt und ich möchte es einmal als Bild auch weitergeben. Und danach darfst du direkt an die Gitarre gehen, weil wir kommen so lange zum Gebet, ja. Vielleicht machst du einmal deine Hände einmal so übereinander, genau. Und verzeiht mir das bitte, aber ich nehme mal das Wasser hier jetzt gerade. Aber ich glaube, ich habe mal so ein bisschen vor dich, damit ich es genau. Ich glaube, dass das ein Bild ist. Für das, was der Heilige Geist tut. Jesus gießt seinen Heiligen Geist aus in seine Gemeinde. Und ganz oft, das ist ein prophetisches Bild vielleicht, was passiert ist, dass das passiert. Es berührt etwas, aber ganz vieles verlieren wir. Ganz vieles geht durch. Forme deine Hände enger zusammen zu einem Gefäß. Und ich glaube, dass das ein Bild ist, was Gott euch geben möchte. Ein bisschen enger halten. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ob ich meine Hände weit auseinander, wir berühren uns ja, wir haben ja Einheit. Oder ob ich wirklich zusammen bin. Ob ich verstehe, dass etwas zusammengehört und wir ein Gefäß werden, was der Heilige Geist tragfähig macht, darin zu wirken, unterwegs zu sein. Und er gießt gerne nach, auch wenn wir wieder was verlieren. Er gießt gerne nach, du darfst gerne aus oder in, da ist eine Blume, mach's doch da rein. Genau. Die ist nicht echt. Wenn ich über eine Kircheneinheit spreche, meine ich nicht damit, dass wir uns rausziehen aus der Welt, sondern dass wir probieren, dieses Bild mitzunehmen, dass wir das brauchen, in Einheit zu kommen, um dieser Welt zu dienen. Wisst ihr, da wo ich überfordert bin, da wo ich Angst habe, da wo ich abgelenkt bin und ich mich entscheide, ich gehe in die Gemeinschaft, mit anderen Christen, ich gehe in die Gemeinschaft des Gebets, ich gehe in die Gemeinschaft auch des Dienens, da verändert sich was in mir. Da verändert sich was in mir. Und ich glaube, darum geht's. Nicht, dass wir uns am Ende um uns selbst drehen. Dass wir nochmal mehr Events machen und kommt alle zusammen. Sondern dass wir verstehen, nein, ich brauche aber das. Ich brauche es, um brauchbar zu sein, um Menschen zu dienen. An deiner Arbeitsstelle, an deiner Uni, in deiner Schule, wo auch immer du bist, wo auch immer du lebst, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Du bist nicht berufen, alleine einfach nur da zu sein, sondern Gott hat sich überlegt, eine Gemeinde brauchbar zu machen, was deine Nachbarschaft erreicht, was deine Uni erreicht, was deinen Arbeitsplatz erreicht. Und er hat damit etwas vor. Meine Einladung und Ermutigung an dich heute Morgen ist, finde ein neues Ja. Ein neues Ja dazu. Sag Gott, eine Kirche in Einheit. Ich bin Teil davon. Zu sagen, ich suche es neu, die Gemeinschaft im Gebet. Ich suche es neu, die Gemeinschaft auch im Kleinen. Ich öffne mein Herz füreinander. Und auch ein Ja zum Dienen. Ja zu sein. Wo kannst du mich brauchen, Gott? Wo ist Bedarf? Ich bin Teil davon. Und wisst ihr, ich glaube, wenn wir das lernen und dieses Bild, nehmt es gerne mit in euer Gebet, prüft es für euch. Aber ich glaube, wenn wir das lernen, sagen wir, kommen enger zusammen. Ich glaube, dass Gott es liebt, seinen Geist dort hineinzulegen und dass ein Feuer davon angezündet wird. Wenn ich nach Hause gehe von unseren Gebetsveranstaltungen, von der Stunde des Gebets, und ihr kennt das, so viele kennen das von uns, dass wir entzündet wurden, richtig? Ja, es gibt auch manchmal, du denkst, oh, das war aber ganz schön langweilig heute. Das gibt es auch. Aber wenn wir uns aufmachen, eigentlich sagen, wir kommen doch zusammen, weil wir zusammen ein gemeinsames Anliegen haben. Wir wollen brennen zu einem Geist. Wir wollen für unsere Nachbarn beten. Wir wollen für unsere Stadt beten. Wir wollen für dieses Land beten. Wir wollen für Menschen beten. Hey, dann können wir gar nicht anders, als zusammenzukommen und zu beten und sagen, Gott, wir haben keine Ahnung wie. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen dein Wirken in unserem Leben. Und Gott, verändere mich. Ich bin Teil davon, von der Lösung, nicht vom Problem. Ich bin Teil von der Antwort. Deswegen mein Ring darum und spür es in deinem Inneren.
zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich lade dich ein, ein Ja zu geben dazu. Deinen Kalender über Bord schmeißen oder neu zu planen, neu anzufangen, neue Prioritäten zu setzen und vor allen Dingen Gott Raum zu geben. Wollen wir aufstehen gemeinsam zum Gebet? Im Gebet vorher habe ich empfunden, ich möchte gar nicht so viel jetzt über das Praktische sprechen, wie man das jetzt machen könnte und Kalender und alles mögliche, Prioritätensetzung. Vielleicht ist es dein Thema, dann bring das vor Gott und sag, Gott, ich bring dir meinen Kalender, ich bring dir meine Prioritätensetzung, hilf mir, mein Leben neu zu bauen. Ich habe empfunden, dass ich mehr über diesen einen Punkt nochmal sprechen darf mit euch oder ins Gebet führen darf. Nämlich da, wo eher so eine Gleichgültigkeit gekommen ist. Eine Gleichgültigkeit über den Zustand, in dem wir vielleicht als Welt sind. Eine Gleichgültigkeit darüber, dass ganz viele Reihen hier leer sind. Eine Gleichgültigkeit darüber, dass Menschen aus meinem Umfeld Jesus nicht kennen. Dass Gott unser Herz darüber zerbricht. Weil er uns seine Liebe offenbart, die er für dich hat, für jeden von uns hat, aber vor allen Dingen auch für jede Person um dich herum. Ich lade dich ein, dass du, wenn du es bist und merkst, boah, ich habe da was verloren, dass du dich jetzt während des nächsten Liedes einfach aufmachst und ausstreckst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich komme, wie ich bin. Ich werde ehrlich vor dir. Ich komme an das Kreuz. Ich bringe dir meine Gleichgültigkeit. Ich bringe dir vielleicht auch mein Versagen. Ich bringe dir meine Ängste. Ich bringe mein Überfordertsein, meine Ablenkung. Ich bringe es ans Kreuz. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen was Neues in mir beginnst. Und für manche andere mag es dann diese nächsten Schritte auch sein, zu sagen, wieder ein neues Jahr zur Gemeinschaft. Ein neues Jahr zum Dienen. Und da, wo etwas in dir zerbrochen wurde, weil du Verletzungen, Enttäuschung hast, geh auch heute Morgen damit zum Kreuz. Leb nicht damit. Sag nicht, das bin ich halt, so bleibe ich. Sondern lass uns das Jesus bringen. Amen. Herr Jesus, in diesen nächsten Augenblicken, Herr, die wir vor dich hinlegen, wir bitten dich, dass du sprichst, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Komm gemein, lass uns ruhig gemeinsam beten. Fang an mit zu beten. Erst Gott, ich bitte dich, dass du diesen Ort erfüllst, gerade mit deiner guten Gegenwart deines Heiligen Geistes. Dein Heiliger Geist ganz konkret und in Herzenssituationen hineinspricht, Herr. Jesus, du kennst unsere Gleichgültigkeit, du kennst unser Versagen, Herr, du kennst meine Ablenkung, du kennst mein Überfordertsein, du kennst, Herr Jesus, meine Ängste und ich möchte sie dir heute Morgen bringen. Herr Jesus, ich bringe sie dir, weil ich weiß, Jesus, Herr, du hast mehr für mich. Ich will mich nicht davon bestimmen lassen, mich nicht davon abhalten lassen, mich nicht davon definieren lassen, sondern dein Geist soll mein Leben bestimmen. Dein Geist soll mein Leben führen. Herr, und wir sind hier gemeinsam vor dir, dass wir dir das bringen, Herr. Und ich bitte, Herr, dass du uns anzündest als Gemeinde, Herr Jesus, auch zu verstehen, was es bedeutet, Herr, Kohlen zusammenzubringen, eine Glut zu entfachen, Jesus, Herr, weil du etwas vorhast zu tun, Herr Jesus, in dieser Stadt, in der Uni, Herr, in Arbeitssituationen, in Familien, in Nachbarschaften, überall, Jesus, wo Menschen sind, aus dieser Kirche, Herr, es soll etwas ausgehen, was Kraft hat, Jesus, es soll ausgehen, eine Botschaft der Rettung, der Heilung und der Befreiung im Namen von Jesus, Herr, und beginn mit uns, beginn in uns, Herr. Reiß Mauern ein, Herr, wo Verletzungen uns voneinander distanziert haben. Reiß Mauern ein, Herr, wo wir Enttäuschung in uns tragen, Herr, weil wir uns vielleicht ausgenutzt gefühlt haben. Herr, erneuere du etwas, erneuere etwas. Herr, wir bringen dir unseren Kalender. Herr, dass er neue Prioritäten bekommt, Jesus. Und wir sehen wollen, dass Erweckung sich ausbricht in dieser Gemeinde. Erweckung sich ausbricht in unserem Land, Herr. Herr, auf dieser Welt. Jesus, komm. Jesus, komm und wirke heute Morgen an uns. Wirke, sprich, Herr. Wirke in jedem einzelnen Herzen. Weck Glaube zur Umsetzung in deinem Namen, Jesus. Komm, wir nehmen diesen Moment mit im Gebet. Bring das dein Anliegen, in wenn wir singen zusammen.